Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Julfa und herzlich willkommen zu 11 Secrets, die ihr wahrscheinlich in FNAF Ruin übersehen habt. Wir haben schon eine Menge Secrets gefunden, aber es gibt auch ganz viele kleine versteckte Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben, die hier in diesem Video zusammengefasst sind. Wir schauen uns das jetzt mal an. Lasst ihr gerne immer einen Daumen und ein Abo da, Freunde. Kuss geht raus für den Support. Und wir gehen mal direkt rein ins Video mit dem geheimen Roxy-Dialog nach den Credits. Okay, das Secret kennen wir tatsächlich schon. Oder kommt hier vielleicht noch mehr, was wir noch nicht kennen? Also Gregory redet hier mit uns. Dass wir eigentlich nie zum Pizzaplex gehen sollten. Tja, zu spät, Bro. Okay. Ja, der Mimik, der schon immer hier unten eingeschlossen ist. Und wir haben die Sicherheit abgeschaltet, ja. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But we can't risk being followed. Wir können nicht riskieren, dass uns gefolgt wird. Gregory? Und jetzt? No! Lässt er uns abstürzen. Und Roxy? Sagt? Cassie. Was alles darauf hindeutet, dass sie doch nicht tot ist. So, und der dunkle Rabbit Maxis, der in den Game-Files gefunden wurde, ich glaube, dazu habe ich ein Short-Video gemacht auf dem Main-Channel. Das hier ist eine andere Version von unserem Sicherheitsprogramm. So sollte der Sicherheitsprogramm-Hase eigentlich aussehen. Guck mal, wie das Vieh aussieht. Holy shit, Mann. So sollte der Kollege eigentlich aussehen. Turbo Creepy. Das war eigentlich das Sicherheitsprogramm, Freunde. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das Game spielt und das Ding ist hinter euch her? Alter, gar kein Bock da drauf. Wow, ja okay. Gehauen werden wir trotzdem vom Endoskelett. Aber einfach nur crazy, wie das Vieh aussieht, oder? Also ganz, ganz wilde Nummer. Also ihr habt gerade gelesen, hier stand der Text, dass es ein Mod ist, der erstellt wurde. Aber trotzdem, dieses Modell hier wurde so in den Game-Files gefunden. Ne? Man musste natürlich ein bisschen was dran arbeiten, dass man es nutzen kann. Deswegen muss man es als Mod installieren. Ja, und so sieht der Kollege eigentlich aus, ja? Ich muss tatsächlich sagen, die Version, die es nicht ins Game geschafft hat, sieht zwar ziemlich krass aus, auch ultra creepy, aber ich finde, die Version hier passt besser ins Game, oder? Die Version, die wir auch wirklich bekommen haben, finde ich, passt besser zu allem, was wir bis jetzt so gesehen haben von Ruin und Security Breach. So vom ganzen Style her, finde ich, passt das Ding definitiv am besten. Okay, und was haben wir noch? Man kann Gregorys Rucksack hier unten finden. Ja, okay, das wissen wir. Den Rucksack haben wir schon gesehen. Auch neulich im Livestream auf dem Hauptkanal. Oha, Voice Crack. Auch im Livestream auf dem Hauptkanal haben wir uns das ja nochmal ganz in Ruhe und ganz ordentlich angeschaut hier unten. Weil wir da ja auch noch ein paar Theorien geschmiedet haben im Livestream. Und was sucht er jetzt hier noch? Was zeigt er uns jetzt? Ah, diese creepy Maskottchen, die hier unten sind. Einmal den Elefanten. Ich frage mich echt, was es mit diesen Anzügen auf sich hat, Freunde. Ob wir da irgendwie noch einen DLC bekommen, wo vielleicht der Mimik die verschiedenen Anzüge trägt. Obwohl es ja auch mehrere Mimics gibt, laut der Story. Vielleicht haben wir auch mehrere Mimics, die diese Anzüge haben und uns dann im Pizzaplex verfolgen oder wie auch immer. Ich bin echt so gespannt auf das Setting vom nächsten DLC oder vom nächsten Game oder was immer wir kriegen. Auch hier dieses merkwürdige Enten-Maskottchen-Ding oder Vogel. Er schreibt hier ein gruseliges Vogelkostüm. Also sieht schon ein bisschen aus wie eine Ente, oder? Ich würde schon sagen, dass das eine Ente ist. Ey, aber ich finde die Dinger richtig creepy, no joke. Wer hat die konzipiert? Und wer hat sich gedacht, damn, lass mal so Anzüge machen? Die sehen echt übel aus. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant, wo ein Roboter so einen Anzug anhat. Da würde ich schon aus Prinzip nichts mehr essen. Das kann nur schlecht sein. Definitiv. Okay, und es ist ein Nightmarion-Plushie. Hier im Ending. Was?
Diese Nightmarion-Plushies sind hier überall, Freunde, ne? Die sind überall im Pizzaplex unterwegs. Das ist so krank. Irgendwas muss es mit den Dingern auf sich haben. Ich sag's ganz ehrlich, Freunde, ich bin überzeugt davon. Irgendwas hat es mit den Nightmarion-Plushies auf sich. Weil die sind hier überall. An verschiedenen Ecken im Game sitzt dieses Plushie. Sonst haben wir nur Plushies in Glamrock Gifts, also in den, ja, in den Merchandise-Stores quasi. Dieses Nightmarion-Plushie ist in so vielen verschiedenen Leveln, in irgendwelchen Bereichen, von wo aus uns das Ding quasi sehen kann. Das ist echt wild. Okay, Secret Cassie-Dialog, wenn man mit dem, wenn man auf den Roxy-Plushie zugeht. Echt? Secret Cassie-Voice-Lines? Jetzt bin ich gespannt. Wenn man zum Roxy-Plushie geht, hier unten in Glamrock Gifts. Okay, warte, kennen wir die Voiceline? Ich glaube nicht, oder? Warte mal, wo ist hier überhaupt ein Roxy-Plushie? Ah, da! Da ist auch eins. Oben im Regal und hier. Was sagt sie? Cool. Cool! Ist das alles? Bei Freddy sagt sie nichts. Okay, und sie sagt einfach cool. Okay, man kann ein riesiges Freddy-Plushie finden, wenn man die Maske hier unten auf hat. Okay. Oha! Yo, das ist ja mal ein richtig riesiges Freddy-Plushie. Was ist denn mit ihm los? Am Anfang von Kapitel 7. Ja, er ist einfach hardcore am Chillen hier oben. Let's go. Okay. Zerstörte Animatronic-Plushies im Raceway können wir finden. Oh, ja. Oh, das sind genau... Sie sind genau so zerstört, wie die Animatronics zerstört sind. Chica fehlt ihr Schnabel. Freddy fehlt sein Kopf. Monty hat keine Beine mehr. Und jemand hat Roxy die Augen rausgeschnitten. Also diese kaputten Plushies sehen genauso aus, wie die kaputten Animatronics in Ruin. Oha, voll das coole Easter Egg. Ist mir gar nicht aufgefallen. Genau die Sachen kaputt, die auch bei den quasi großen Varianten kaputt sind. Voll gut. Voll stark gemacht. Oh, hi, Monty. Man kann noch einen Nightmarion-Plushie finden. Ja, sag ich doch. Die Dinger sind überall hier versteckt im Pizzaplex. Nightmarion-Plushies. Irgendwas hat's damit auf sich. Irgendwas hat's damit auf sich. Vielleicht kann man noch irgendeinen Secret triggern. Aber das hätte bestimmt schon jemand in den Game-Files gefunden. Oder im nächsten DLC irgendwas. Okay, und hier wird erklärt, warum der Pizzaplex zerstört ist. Ja, ein Erdbeben. Erdbeben hat den Pizzaplex zerstört. Hier steht's überall drauf, auf jeder Zeitung, die hier klebt. Steht dick und fett, dass es durch ein Erdbeben zerstört wurde. Und das Erdbeben wurde wahrscheinlich vom Blob ausgelöst. Glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, das Erdbeben war einfach nur ein Erdbeben. Aber mal sehen, was noch so an Infos rauskommt, Freunde. Das waren 11 Secrets, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Vielleicht noch nicht. Wenn ihr noch irgendwelche Secrets kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.